Wir legen direkt los. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Sora ist auch hier. Irgendwann am Tag kommt immer so dieser Moment, wo sie von ihrer Schlafposition erwacht und auf einmal so angerannt kommt und so Aufmerksamkeit will. Jetzt ist gerade dieser Moment. Wow. Was ist los? Oh. Kuschelst du mein Knie? Du so süß. Oh. Was wollen wir heute essen? Also, was du isst, ist schon klar. Aber was soll ich heute essen? Papa ist heute Abend nicht da. Update, ich habe mich für Sushi entschieden. Und ich gucke Bridgerton Staffel 2. Hallo, es ist der nächste Tag. Ich dachte irgendwie, dass ich gestern, als ich den Vlog angefangen habe, noch ein bisschen mehr vloggen würde. Und dann war ich so invested in Bridgerton Staffel 2, dass ich es einfach durchgeguckt habe und ewig lange wach war und dann irgendwie auch gar nichts mehr zu erzählen hatte. Ich habe mich jetzt erstmal noch nicht fertig gemacht, weil ich mich jetzt ans Aufräumen mache. Es gibt mal wieder ein bisschen Aufräummotivation. Wir hatten kürzlich Besuch und wir haben gerade gefrühstückt. Also das Wohnzimmer auch ein bisschen unordentlich und es gibt ja auch noch echt ein paar andere Ecken, die dringend mal wieder aufgeräumt werden müssen. Gestern wollte ich irgendwie mal kurz random meinen Schminktisch aufräumen. Dachte ich so, nein. Warte bis morgen, dreht es morgen alles zusammen. Also machen wir heute alles gemeinsam. Ihr kennt ja schon den Ablauf, ich muss gar nicht viel dazu sagen, wir legen einfach los. Okay, wir haben hier vorher im Wohnzimmer. Da ist einiges, hier ist einiges. Wir legen direkt los. Okay, im Wohnzimmer läuft gerade der Staubsauger und hier mache ich jetzt im Schlafzimmer weiter. Ist nicht allzu dramatisch, aber ich habe hier schon ein bisschen angefangen mit Wäsche, die ich heute noch waschen möchte. Und ja, hier liegt einfach ein bisschen viel Kram rum. Das machen wir jetzt auch nochmal schnell. So, ich bin ins Bad. Hier gibt es nicht so super viel zu machen. So, auf geht's zum Chaosraum. Ihr kennt's ja schon, ich leg einfach direkt los. Just wait, it won't be too long till we
left, I guess it just makes sense to what the reasoning was when I said, in case I go, no need to be stressed, gotta take it home, it's there, I really miss the shade. Das war wieder eine Aktion hier. Ich muss unbedingt dran arbeiten, das irgendwie regelmäßiger, besser, sauber zu halten hier. Aber wir wollen den Schminktisch generell noch ein bisschen optimieren. Mal schauen, was wir da hier noch so ein bisschen machen. Aber das Spiegel soll nochmal vielleicht eventuell an die Wand gemacht werden. Vielleicht auch mit so einer Halterung, dass das so nach vorne gezogen werden kann. Wir werden schauen. Das ist aber ganz hinten auf der Liste. Ich werde gleich mal die Wäsche abhängen und die Wäsche, die gerade fertig geworden ist, neu aufhängen. Aber ich habe gerade beim Aufräumen so eine Maske gefunden, wo ich dachte, eigentlich könnte ich die mal drauf machen jetzt, während ich noch ein bisschen umherlaufe und aufräume. Das habe ich irgendwie als Probe mitbekommen von Fresh, die Floral Recovery Calming Mask. Ich war ja früher mal so übelst Team Anti-Pickel-Maske, wenn ich Masken benutzt habe, weil ich mir so dachte, ach, wenn schon, dann soll es auch irgendwie irgendwas bewirken, wisst ihr, was ich meine so. Aber mittlerweile bin ich eigentlich richtig der Fan von so Calming Masks, also so beruhigenden, hautberuhigenden Masken, die einfach so ein bisschen die Hautirritationen beruhigen und verringern, weil ich neige ja auch so zu Rötungen und Irritationen generell. Und eigentlich ist das, glaube ich, voll gut für meine Haut, wenn ich öfter mal solche eher so beruhigenderen Masken mache. Fertig. Ah, man wäscht die gar nicht aus, sondern man massiert das am Ende einfach in die Haut ein. Achso, dann kann ich es da drauf lassen, so lange wie ich will. Dann wasche ich mir mal die Hände und kümmere mich um die Wäsche. Nächste Ladung. Okay, Ladies und Gentlemen, falls welche zuschauen, ich mache mich jetzt fertig, weil wir heute Abend noch was unternehmen. Und ja, ich weiß, dass meine Haare hier vorne weiß sind. Ich habe die gerade mit Trockenshampoo eingesprüht und ich will das erstmal ein bisschen einwirken lassen. Vor allem hier vorne, bevor ich es ausbürste. Das mache ich eigentlich immer so. Meistens mache ich sogar am Abend davor rein oder ein paar Stunden davor, damit es einfach mehr Zeit hat, so das Fett aus den Haaren zu ziehen, aber egal, irrelevant jetzt gerade. Ich mache mir jetzt fertig. Das Video bestand ja schon viel aus Zeitraffer und so, deshalb dachte ich mir, jetzt nehme ich nochmal mit beim Fertigmachen und quatsche ein bisschen mit euch. Wir wollen snatched aussehen heute, das ist das Ziel. Also jetzt keinen extrem fetten Eyeliner-Look, aber ich glaube, ich werde vielleicht einen roten Lippenstift wählen. Ich werde jetzt mal was machen, was ich sonst nicht mache, aber ich habe hier so eine ziemlich große Unreinheit. Ich glaube, ich suche die mal schon vorher ein bisschen abzudecken. Vielleicht hilft es ja ein bisschen. Stellt sich die Frage, warum ich das nicht früher gemacht habe. Wir fangen jetzt an mit meinem Flawless Filter von Charlotte Tilbury. Der kommt jetzt auch nochmal überall drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich euch unbedingt die ganzen Produkte sagen muss. Ich habe, glaube ich, erst letztens ein Video gemacht, wo ich euch das ein bisschen mehr gezeigt habe. Aber egal. Das klingt jetzt vielleicht crazy für euch. Aber so abends weggehen, was unternehmen, so unter Menschen gehen. Eigentlich immer so voll die Insecurity für mich. Ich bin einerseits so ein total extrovertierter Mensch, der richtig so social sein kann und das auch gerne ist, aber ich bin gleichzeitig auch irgendwie unsicher immer in solchen Situationen. Und das ist irgendwie so voll die weirde Kombi, weil alle denken immer, dass du so voll der extrovertierte und partylustige Mensch, sag ich jetzt mal, bist, aber gleichzeitig bin ich immer so voll so denken wohl alle und was geht hier ab und so. Also ich habe da schon so meine Unsicherheiten leider noch, aber ich arbeite daran und ich versuche mich gerade mit solchen Situationen wie heute einfach mal so aus meiner Komfortzone zu begeben, damit es einfach auch besser werden kann. Ich habe schon das Gefühl, dass so vor allem so in der Abendbar, Club, diese ganzen Geschichten, Mädels untereinander nicht so supportive sind, wie sie sein könnten. Also man hat auch mal sehr positive Erfahrungen so, aber man hat eben auch einige negative Erfahrungen, finde ich. Also viel so Blicke und so,
Musterungen und solche ganzen Geschichten. Und ich bin ja immer so ganz Team, komplett die andere Seite und bin immer so eher so, hey, na, ich denke irgendwie zu viel darüber nach, was andere von mir denken, was eigentlich richtig ätzend ist und was ich unbedingt abschalten möchte, weil echt total egal sein könnte. Aber es ist manchmal nicht so leicht. Ich dachte, ich teile das mal mit euch, damit ihr wisst, ihr da nicht alleine seid, falls ihr das auch mal empfunden habt oder immer so empfindet oder falls sowas wie Weggehen oder so für euch auch ja manchmal irgendwie so eher mit Anxiety verbunden ist. Ich habe mir diesen Pinsel eigentlich als Foundation-Pinsel gekauft, der war auch irgendwie recht teuer. Der ist von Rare Beauty, von der Make-up-Marke von Selena Gomez, aber irgendwie komme ich damit als Make-up-Pinsel gar nicht so richtig klar. Und deshalb benutze ich den jetzt immer zum Einarbeiten von meiner Creme-Kontur und das funktioniert richtig gut. Ja, auf jeden Fall wollte ich das nur mal erzählen, weil ich glaube manchmal denkt man so, dass Leute vor allem, wenn sie so wie ich irgendwie in der Öffentlichkeit quasi stehen, also so auf Social Media oder so sind, dass die irgendwie alle so voll selbstbewusst sind und alle so gar keine Probleme mit solchen Situationen haben, aber das ist eigentlich überhaupt nicht wahr. Auf jeden Fall begebe ich mich heute aus meiner Komfortzone und werde mir die ganze Zeit positiv zureden und mir immer wieder sagen, was ich gerade hören muss. Mir selbst quasi einreden, was ich glauben will und sollte. Nämlich, dass ich toll bin und super und hot und alles. Und dass es egal ist, wie mich andere angucken oder was sie denken oder was auch immer. Mir hilft das persönlich manchmal, mir das einfach nochmal so einzureden. Also es klingt blöd, aber ganz ehrlich, ich finde, es bringt. Man kann sich, glaube ich, wirklich vieles einfach einreden, wenn man es versucht. Und nur oft genug macht, wenn man immer so einfach sehr positiv mit sich selbst redet und über sich selbst auch redet, dass das früher oder später einfach wirklich für einen in die Realität übergeht. Und deshalb versuche ich das. Puderschön einarbeiten. Ich habe bei einer TikTokerin gesehen, die macht immer am Ende des Make-up, sprüht die so ihr Gesicht halt mit Setting Spray ein und dann nimmt sie nochmal so ein Schämchen und geht noch so ganz leicht in den Puder und geht nochmal überall einmal drüber und das macht einfach alles irgendwie nochmal so, weiß ich nicht, irgendwie sah das einfach richtig gut aus und seitdem ich das bei ihr gesehen habe, mache ich das auch immer. Ich bin jetzt richtig in der TikTok-Hacks-Welt drin, ich sag's euch, ein kleines Härchen, aber hat mich schon geschminkt, also kann ich nicht jucken. Und jetzt die Augenbrauen, eigentlich mal wieder gefärbt werden müssen, aber heute habe ich keine Zeit dafür. Irgendwie kann ich immer nicht sagen, wenn ich meine Augenbrauen mache, sorry, ich bin mal zu konzentriert. Nachdem ich jetzt so rot habe ich übergegangen bin von blond. Nicht bei meinem Ursprungs-Augenbrauenstift geblieben, aber habe jetzt die Taktik, dass ich mir so einen orangigeren, sage ich jetzt mal, also so einen wärmeren Ton einfach als Gel nehme und damit die Augenbrauen nochmal sette. Und ich habe das Gefühl, es macht schon, also in der Kamera kann man es jetzt nicht so gut erkennen, aber es macht schon nochmal einen Unterschied. Passt sich dann einfach besser an mit meiner Haarfarbe, finde ich. So, jetzt zu meiner neuesten Taktik. Klebeband. Ich glaube, ich gehe mit Basic Brauntönen heute langsam aufbauen. Mit diesem Klebeband trägt man halt am Ende so ein sauberes Ergebnis, ohne dass man sich so mega anstrengen muss. Ein Lazy Girl Hack. Oder wenn ihr einfach generell nicht so super viel Make-up macht und keinen Bock habt, da irgendwie stundenlang dran zu sitzen. Okay, ich glaube, das reicht schon. Ja. Und jetzt habe ich mir noch so einen angeschrägten, dünnen Pinsel, gehe nochmal in das Dunkelbraun und dab mir so eine ganz kleine Linie hier so entlang. Ich will keinen Lidstrich, ich will nur so ein bisschen Tiefe. Ich habe einfach gemerkt, mein Lidstrich verabschiedet sich einfach viel zu schnell. Es ist nichts für so einen Abend. Hier dieses Video einfach so halb aufräumen, halb Make-up-Video geworden ist. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Sorry. Und jetzt, ich hatte beim Puder am Anfang nur die Stellen, wo quasi Make-up war, sag ich jetzt mal, gesettet. Und die Creme-Contour und den Blush habe ich nicht so richtig gesettet, weil ich den nämlich nicht mit Puder sette, sondern einfach mit nochmal der Puder-Version, um das nochmal zu intensivieren und um vor allem durch das Puder jetzt nicht so ein bisschen an Intensität zu verlieren. Außerdem kann ich gut so viel Contour brauchen, die noch gut aussieht. Ich bin nämlich wirklich nicht sonnengebräunt. So, jetzt kommen eigentlich auch schon Wimpern, oder? Also um das Thema nochmal zu schließen, wenn ihr auch die ein oder andere Insecurity habt, was so Weggehen angeht und was andere über einen denken und so und nicht eher in meiner Idealfigur oder nicht, weiß ich nicht, meine Haut ist am Ausbrechen oder was auch immer, tut es einfach. Das ist scheißegal, was irgendwer denkt, das ist scheißegal. Wichtig ist nur, dass ihr euer Leben genießt und euch nichts entgehen lasst, weil ihr irgendwie Angst vor dem Urteil anderer habt oder ähnliches. Ich habe selber noch einiges zu lernen, was das angeht, so ist es nicht. Aber ich gebe mir wirklich Mühe und ich versuche wirklich besser zu werden, weil Leben ist so schön und ich will nicht irgendwas verpassen, nur weil, weiß ich nicht, ich Angst habe oder Unsicherheiten oder was auch immer. Kennt ihr das? Ich habe nicht nur so Good Hair Days und Bad Hair Days, ich habe auch so Good Wimpern Days und Bad Wimpern Days.
Manchmal wollen meine Wimpern einfach so gar nicht wie ich und verkleben so voll unnötig und lassen voll die unnötigen Lücken. Zum Beispiel gestern hatte ich so einen Tag, da hat dieses Auge hier, was ich gerade schminke, einfach so gar nicht mitgespielt. Ich habe hier irgendwie auf der einen Seite aber ohnehin wie so eine Art kleine Lücke. Könnt ihr das sehen? Da ist eine Lücke. Das hier ist immer mein gutes Auge. Das macht immer ein bisschen mehr, was ich will, als das rechte. Und jetzt Setting Spray. Final TikTok-inspired Step. Mit so ganz leicht Puder auf den Schwamm, ein bisschen abtupfen an der Hand. Nochmal überall rübergehen. Vor allem die Stellen, die vielleicht bei euch irgendwie, wo schneller was creased oder wegrutscht oder so. Das ist jetzt das Ergebnis. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Lippenpflege drauf und dann schaue ich später mal mit meinem roten Lippenstift und jetzt alles wieder wegräumen, weil ansonsten war das ja auch irgendwie wieder halt umsonst heute, ne? So, ich bin angezogen, ready, habe meinen Schmuck umgemacht und wir machen uns jetzt auch gleich auf den Weg. Das ist der fertige Look, ist leider schon etwas dunkel, aber ihr könnt es vielleicht ganz gut erkennen. Ich werde wahrscheinlich gleich erst oder vielleicht auch erst später mein Lippenstift drauf machen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schaut auch gerne bei Instagram und TikTok vorbei. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar, wenn ihr Lust habt. Dann können wir da ein bisschen quatschen. Und dann sehen wir uns im nächsten neuen Video. Ciao!